Hallo, in diesem Video werden wir über das APFS-Dateisystem sprechen. Lassen Sie uns seine Struktur analysieren und welche Änderungen es im Vergleich zum vorherigen HFS erhalten hat. Betrachten wir die Dateiwiederherstellung auf einer Festplatte mit dem APFS-Dateisystem. Funktionen und Probleme bei der Wiederherstellung. Wir werden auch Programme zum Wiederherstellen von Daten APFS-Partitionen vergleichen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Alle modernen Geräte mit iOS und macOS laufen auf dem neuen Apple Filesystem, kurz APFS. Anstatt das alte HFS zu konvertieren, das mit vielen Krücken und überwachsen war und die Speichernutzung erheblich einschränkte, erstellten die Entwickler ein neues Dateisystem APFS. Dieses System, wie sie mit einem Spielraum sagen, ist ideal für Geräte der aktuellen Generation und kann möglicherweise in Zukunft aktualisiert werden. Wie wir wissen, wurde dieses System speziell für USB-Laufwerke und SSD-Karten optimiert. Die Hauptinnovationen dieses Systems sind verbesserte Verschlüsselungsalgorithmen, Speicheroptimierung, Absturzschutzfunktionen zum Klonen von Dateien und Ordnern sowie eine intelligente Nutzung des Speicherplatzes. In der Praxis wird dies in stabilen Betrieb des Betriebssystems gewährleisten, das Lesen, Schreiben von Daten beschleunigen und Benutzerinformationen weiterschützen. Was muss man tun, wenn der Absturzschutz nicht funktioniert und Daten verloren gehen? In diesem Video werden wir uns den Prozess des Wiederherstellens von Informationen auf einer Festplatte mit einem APFS-Dateisystem genauer ansehen. Wir werden dies mit dem Programm Hetman Partition Recovery und einem Windows-Betriebssystem tun. Es wird auch eine vergleichende Analyse verschiedener Programme zur Wiederherstellung von Daten auf einer Festplatte mit APFS vorgestellt. Schauen wir uns in der Zwischenzeit an, um welche Art von Systemen es sich handelt, warum es HFS ersetzt hat, und betrachten wir die Hauptunterschiede zwischen diesen Systemen. Vorteile und Unterschiede von APFS. Das HFS-System wurde Anfang der 2000er Jahre eingesetzt und ist sehr veraltet, da es sich nur um eine verbesserte Version von HFS handelt. Es machte einfache Operationen zu zeitaufwendig und nutzte einen erheblichen Teil des Gerätespeichers Ineffizienz aus. Um diese und andere Probleme zu lösen, begannen die Entwickler mit der Arbeit an einem neuen APFS-System. Infolgedessen konnten die im Vergleich zum vorherigen System signifikante Änderungen erzielen. Dank der neuen Klonfunktion, sofortiges Kopieren einer Datei oder eines Verzeichnisses, für die kein zusätzlicher Speicherplatz erforderlich ist, und der Komprimierungsfunktion, ist es die Datenkomprimierung, die Speicherplatz spart und die Speichergeschwindigkeit erhöht, haben die Entwickler die Geschwindigkeit des Systems erhöht. Dies ermöglicht es, Anwendungen schnell zu öffnen und die Antwortzeit des Systems auf Benutzeranforderungen zu beschleunigen. Aufgrund der Verwendung von Snapshots, dies sind Systeme-Snapshots, die nur zum Lesen geöffnet sind, wurde die Sicherung beschleunigt. Jetzt kann das Betriebssystem Snapshot für effizientere Sicherungsverfahren verwenden. Time Machine schneller laufen lassen. Im Gegensatz zu 32-Bit HFS verwendet APFS eine 64-Bit-Struktur. In einfachen Worten, APFS kann viel mehr Dateien speichern als sein Vorgänger. Dies sind mehr als 9 Billionen Dateien auf jedem Volumen, was für die nächsten 10 Jahre mehr als genug sein wird. Neben einem schnelleren und stabileren Betriebssystem haben Benutzer Zugriff auf zuverlässige Tools zur Festplattenverschlüsselung. Alle Dateien können mit einem oder mehreren Schlüsseln geschützt werden. Mit der Space Sharing Funktion können alle Datenträger freien Speicherplatz gemeinsam nutzen. Wenn in einem bedingten Abschnitt nicht genügend Speicherplatz zum Installieren einer Datei vorhanden ist, wird der Speicherplatz des anderen automatisch verwendet.
Laut den Entwicklern können Betriebssysteme dadurch weniger abstürzen, Dateien schnell kopieren und den Speicherplatz optimieren. Ein weiterer Vorteil ist das schnellere Kopieren bei gleichzeitiger Speicherplatzersparnis. Wenn jetzt Klone erstellt werden, belegen Sie nicht den doppelten Speicherplatz, sondern nur einen. Wenn Änderungen im Klon angezeigt werden, werden nur diese Änderungen auf die Festplatte geschrieben und die Basis auf der Datei wird Originalversion entnommen. Dieser einfache Algorithmus kann erheblich Speicherplatz sparen. Dank der verbesserten Arbeit mit tragbarem Speicher können Sie Informationen viel schneller übertragen und lesen, wodurch Fehler beim Schreiben von Daten reduziert werden. APFS hat die Genauigkeit von Zeitstempeln erheblich verbessert. APFS unterstützt Nanosekunden Zeitstempel. Zum Vergleich wurden in HFS Plus Zeitstempel auf die nächste Sekunde gesetzt. Auch in diesem Dateisystem wurde ein Copy-One-Write-Schema implementiert, das sicherstellt, dass alle Änderungen und Einträge im Protokoll ständig synchronisiert werden. Wenn das Betriebssystem unerwartet abstürzt oder nur der Computer vom Stromnetz getrennt wird, ist nichts Schreckliches für die Daten auf dem Speicherplatz, es wird sich nicht umdrehen. Dies gilt sowohl für Desktop-Macs als auch für mobiles iOS. Dank APFS werden iPhone nach erfolgten Updates nicht mehr zu Bausteinen. APFS-Struktur. APFS basiert auf einem neuen Konzept der Festplattenformatarchitektur. Eine der vielen Funktionen von APFS ist die Möglichkeit, die Größe eines Volumes auf Kosten eines anderen dynamisch zu ändern. Das Dateisystem ist wie folgt aufgebaut. Es gibt eine Festplatte, auf der das System einen Container erstellt. Dieser Container enthält einen oder mehreren Abschnitte Volumes. Jeder dieser Abschnitte hat seine eigene Struktur, in der Informationen gespeichert werden, zum Linkspeicherort von Dateien, Ordnern und dem Stammverzeichnis mit Daten, Dateien und Ordnern. Die Struktur dieses Dateisystems sieht aus wie ein Baum, wobei das Stammverzeichnis mit Daten die Blätter dieses Baums sind. Alle Zweige speichern nur links zum nächsten Knoten, bis sie die Blätter erreichen. Im Vergleich zum vorherigen HFS Plus Dateisystem, wenn Sie einen Datenträger in mehr Volumes partitionieren, wird jedes Volume eines bestimmten Größe zum Zeitpunkt seiner Entstehung bestimmt. Unter bestimmten Bedingungen kann die Lautstärke und Informationsverlust geändert werden. Diese Bedingungen gelten jedoch häufig nicht für die Lautstärke, die erhöht werden muss. APFS beseitigt die meisten dieser alten Größenbeschränkungen, indem es den Volumes ermöglicht, nicht den verwendeten Speicherplatz auf der Festplatte zu verwenden. Der gesamte nicht verwendete Speicherplatz kann nach Bedarf in jedem Volumen zugewiesen werden. Es gibt nur eine Ausnahme. Die Volumes müssen sich im selben Container finden. Der Container ist das Hauptspeicherobjekt für APFS. Container sind normalerweise vollständig identisch mit Datensätzen GPT. Sie haben ihren eigenen Schutz von Fehlern und der Zuweisung von Speicherplatz. Jeder Container enthält oder mehrere Volumes mit jeweils eigenen Dateien und Verzeichnissen. Container können nur auf APFS-Datenträger erstellt werden. Und nur Mac-Computer mit High Sierra und neuen Versionen können auf solchen Datenträger lesen und schreiben. Windows-Computer benötigen spezielle Software, um auf das APFS-Dateisystem zuzugreifen. APFS-Wiederherstellung. Mit unserem Programm können Sie Daten aus dem APFS-Dateisystem ohne zusätzliche Software wiederherstellen. Es findet solche Partitionen und fügt sie mit Plattenmanager hinzu. Um Daten wiederherzustellen, müssen Sie das Laufwerk an einem Computer mit installiertem Windows-Betriebssystem anschließen. Das APFS-Dateisystem ist so konzeptiert, dass Daten im Stammverzeichnis gespeichert werden. Alle Verzeichnisse und Dateien, die wir benötigen, befinden sich hier. Eine schnelle Analyse finden den Bootsektor der Festplatte, der einen Link zur Partitionstabelle im Guide oder im BR-Format enthält. Und in der Partitionstabelle erhalten wir die Verschiebung, an dem sich der APFS-Superblock befindet. Bei einer schnellen Analyse durchsucht unser Programm zuerst den Container-Superblock und sucht dann nach der Container-Objektzuordnung. Anhand der Zuordnung ermittelt das Programm, wo sich die Festplatten dieses Containers befinden, analysiert jede Festplatte und sucht nach einer Festplattenzuordnung. Und auf der Festplattenzuordnung findet er das Stammverzeichnis jeder der Festplatten, in dem die benötigten Informationen gespeichert sind, Ordner und Dateien mit Daten. Mit einer schnellen Analyse
liest das Programm nur einen kleinen Teil der Festplatte und sucht nur nach Blöcken auf der Festplatte, die ich zuvor erwähnt habe. Dadurch erhalten wir schnell Ergebnisse. Mit einer vollständigen Analyse analysiert das Dienstprogramm die gesamte Festplatte von Anfang bis Ende, jede seiner Sektoren. Die Bedeutung dieser Analyse ist wie folgt. Informationen, die wir benötigen, befinden sich im Stammverzeichnis in einer Struktur, die die Namen von Ordner und Dateien legt und so zu deren Inhalt und so weiter enthält. In einer schnellen Analyse durchsucht das Programm die Blöcke, um zu diesem letzten Stammverzeichnis zu gelangen. Gleichzeitig findet sich aber auch nützliche Informationen auf dem Weg zum Stammverzeichnis, beispielsweise die Größe des Blocks. Hier ist die Blockgröße von 4 Kilobyte. Mit einer schnellen Analyse durchläuft das Programm die Kette, um zu den wichtigsten Elementen auf der Festplatte zu gelangen. Mit einer vollständigen Analyse kann das Programm Informationen analysieren, selbst wenn eine dieser Links Container Superblock Objekt zur Ordnung Volumes entfernt werden. Wenn Sektoren denn Informationen zu einem dieser Blöcke Container Superblock Objekt zur Ordnung Volumes auf ihrer Festplatte gelöscht werden, aber Sektoreninformationen zu den Dateien selbst enthalten, kann das Programm einen der Blöcke aus der Kette ausschließen und zu den benötigten Informationen gelangen im Wurzelblock. Das APFS-Dateisystem ist so aufgebaut, dass Sie mit unserem Programm fast alle diese Blöcke aus der Kette ausschließen und die für die Wiederherstellung erforderlichen Informationen abrufen können. Wenn das Programm beispielsweise während einer vollständigen Analyse den ersten Block nicht findet, werden Informationen wie der Datenträgername, die Größe des leeren Speicherplatzes und so weiter einfach nicht angezeigt. Infolgedessen kann das Dienstprogramm das Dateisystem ohne diese Informationen erstellen und die erfolgreichen Daten finden. Dies unterscheidet unser Programm von Mitbewerbern. Da die meisten konkurrierenden Dienstprogramme eine Struktur benötigen und eines der Elemente dieser Kette Container Superblock Objekt zur Ordnung Volumes ausgeschlossen haben, finden sie keine Informationen oder definieren die Festplatte überhaupt nicht. Um nicht unbegründet zu sein, beginnen wir mit dem Testen. Wir haben ein System mit macOS Catalina. Hier haben wir eine Struktur aus mehreren Containern erstellt, von denen jeder Volumes enthält. Für eine vergleichende Analyse haben wir einige der beliebtesten Dateiwiederherstellungsprogramme ausgewählt. Es sollten Hetman Partition Recovery, RStudio, ISUS, Diskdrill und Recover an dem Test teilnehmen. Nachdem wir sie genauer untersucht hatten, kamen wir zu dem Schluss, dass Diskdrill und Recover das APFS-Dateisystem nicht unterstützen. Dies hat uns sehr überrascht, da die Programme zu den beliebtesten zählen und Diskdrill der Standard für die Mac-Wiederherstellung ist. Am Ende werden drei Dienstprogramme an dem Test teilnehmen: Hetman Partition Recovery, RStudio und ISUS Data Recovery Wizard. So kopieren wir Daten auf die Festplatte, zum Beispiel einige Fotos, Videos und Dokumente. Dann löschen wir einige Daten und fahren das System herunter. Der Test wird auf einem Windows-Computer durchgeführt. Wir verbinden unsere Festplatte mit APFS und führen das erste Dienstprogramm Hetman Partition Recovery aus. Wie Sie sehen können, hat das Programm unsere Festplatte mit dem APFS-Dateisystem identifiziert. Wir öffnen es, wählen Sie die vollständige Analyse aus. Als nächstes warten wir auf das Ende des Scans. Wir sehen uns die Scan-Ergebnisse an. Gefundene Datenträger 1, Ordner 27, Dateien 130, getan. Hier ist unser Volume, die verbleibenden und die gelöschten Dateien, die mit einem roten Kreuz markiert sind. Das Ergebnis. Das Programm fand leicht alle gelöschten Dateien. In der Vorschau können Sie deren Inhalt sehen. Es bleibt nur, sie zu behalten. RStudio. Wir starten das zweite Dienstprogramm RStudio. Das Programm sieht auch unser Gerät mit unserem Testdiskett identifiziert das Dateisystem. Klicken Sie auf Festplatteninhalt anzeigen. Hier finden sich Dateien, aber keine gelöschten. Müssen wahrscheinlich zuerst scannen. Wir scannen und warten auf das Ende des Prozesses.
Hier sehen wir ein anderes Ergebnis. Der Container erhält mehrere Festplatten. Wir öffnen den Inhalt. Hier sind es unsere Dateien. Wie Sie sehen, hat RStudio auch alle gelöschten Daten gefunden. Gelöschte Dateien sind ebenfalls mit einem roten Kreuz gekennzeichnet und Ihre Vorschau ist ebenfalls verfügbar. ISIS. Nun starten wir das dritte Indizprogramm ISIS. Hier ist es etwas schwieriger, die benötigten Festplatten zu bestimmen. Wenn Sie mehrere davon haben, müssen Sie schauen. Wenn Sie auf einen nicht gefundenen Speicherort klicken, wird der Datenträgermanager geöffnet. Das Dateisystem ist leider nirgendwo aufgeführt. Lassen Sie uns versuchen, anhand des Inhalts zu bestimmen, in der richtigen Reihenfolge zu öffnen. Dies ist unsere CD, die wir getestet haben. Es kann durch seine Größe bestimmt werden. Es gibt nirgendwo Informationen über das Dateisystem. Wir scannen die Festplatte. Das Programm zeigt die Festplattenstruktur nicht wie in beiden vorherigen an, da die Dateien entsprechend ihrem Typ in Ordnern verteilt sind. Es gibt keine Markierung dafür, dass diese Daten gelöscht werden oder dass sie von auf der Festplatte verbleiben sind. Und es ist nicht klar, dass sie nur gelöschte Dateien gefunden hat oder alle Dateien anzeigt. Sie können nur anhand der Anzahl der Dokumente, Fotos oder Videos bestimmen, die in den einzelnen Ordner angezeigt werden. Wir kennen die Anzahl der Dateien, daher können wir sagen, dass das Programm die Aufgabe bewältigt hat, obwohl es den Verzeichnisbaum nicht wiederherstellen konnte. Wir können zuversichtlich sagen, dass alle Programme die Aufgabe bewältigt haben. Einige haben Unannehmlichkeiten verursacht. Lassen Sie uns die Situation jetzt etwas komplizierter. Wir simulieren eine Beschädigung des Superblocks des Containers unserer Festplatte. Zuvor haben wir bereits analysiert, was der Container-Superblock ist und was er in den ersten beiden Sektoren der Festplatte ist. Bearbeiten wir es mit einem Hex-Editor, der die ersten Sektoren überschreibt, da der Superblock des Containers die ersten beiden Sektoren belegt. Dann werden wir die Ergebnisse scannen und sehen. Ein weiterer wichtiger Hinweis, es gibt keine Möglichkeit, ein Disk-Image zu speichern und in dem Programm Errors zu mounten, was bei Datenverlust nicht sehr sicher ist. Bei jedem Scan besteht das Risiko, dass wichtige Daten verloren gehen. Daher ist es am besten, von einem Bild zu scannen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Wiederherstellung ohne Information ohne Schaden. Also haben wir den Bootsektor Container Superblock überschrieben. Wir führen den Test aus. Wir starten das erste Dienstprogramm. Die Partition erkennt die Festplatte, bestimmt ihre Größe, erkennt das Dateisystem jedoch nicht, da wir den Superblock des Containers überschrieben haben. Öffnen Sie die Festplatte Vollständigkeitsanalyse, markieren Sie das APFS-Dateisystem. Wir warten auf den Abschluss des Scanvorgangs. Gefundener Datenträger 1, Ordner 27, Dateien 130. Hier ist unser Container mit dem APFS-Dateisystem. Der Datenträgername hat sich geändert. Hier sind alle unsere Dateien, die auf der Festplatte belassen und gelöscht wurden. Die Festplattenstruktur bleibt erhalten. Alle Ordner befinden sich an einer Stelle. Das Ergebnis. Das Programm konnte alle Daten finden und kann vor dem Wiederherstellen angezeigt werden. Jetzt testen wir RStudio. Das Programm sieht unseren Container, die Vorschau ist nicht mehr verfügbar. Wir scannen das Gerät. Infolgedessen hat das Programm unsere Festplatte gefunden. Das APFS-Dateisystem identifiziert und alle Dateien können angezeigt werden. Das Ergebnis. Ein Disk-Programm von RStudio hat diesen Test ebenfalls erfolgreich bestanden. Starten Sie das folgende ISIS-Dienstprogramm. Lassen Sie uns unsere Testdiskette scannen. Also mal sehen, was sie gefunden hat. Nachdem wir die Ordner durchgesehen haben, können wir sagen, dass sie alle Dateien gefunden hat. Hier sind die Dokumente, Videos, Fotos. Bisher haben wir alle drei Dienstprogramme den Test bestanden. Sie haben es geschafft, alle verlorenen Dateien ohne Probleme zu finden.
Im nächsten Text werden zusätzlich zum Container Superblock weitere Volumina Volumes Informationen zum internen APFS Festplatten gelöscht. Hidden Partition Recovery. Partitionen ausführen vollständiger Scan APFS gefundene Datenträger. Ordner 27, Dateien 130. Hier ist unser Container-Datenträger. Alle Dateien sind wie im vorherigen Test verfügbar, die Plattenstruktur bleibt erhalten. Der Test wurde erfolgreich bestanden. Nächstes RStudio scannen wir unseren Container. Das gleiche Ergebnis, alle Dateien sind verfügbar. Das Programm hat den Test erfolgreich bestanden. Als nächstes kommt ASUS. Wir scannen die Festplatte. Das Ergebnis sind alle Dateien vorhanden. Unbequem zeigt das Programm die Festplattenstruktur nicht an. Es dauert einige Zeit, um festzustellen, ob alle Dateien gefunden wurden. Alle Programme haben gut funktioniert. Alle Dateien können wiederhergestellt werden. Der nächste Test. Ein weiterer Test, zusätzlich zu allem anderen, werden wir jetzt die Container und Volumes Map überschreiben. Wir simulieren einen Fall von Beschädigung des Superblocks der Volumes, der Containerkarte und der Volumenkarte. Also haben wir die Karte gelöscht und den Test gestartet. Hidden Partition Recovery. Wir scannen die Festplatte in Partition Recovery. Das Ergebnis sind die gleichen. Eine Festplatte, 27 Ordner, 130 Dateien. Wir öffnen den Container. Die Festplatte, alle verlorenen Dateien sind verfügbar und werden in der Vorschau angezeigt. Das Programm hat seine Aufgabe gemacht. Der Test wurde erfolgreich bestanden. RStudio. Jetzt ist RStudio an der Reihe. Wir scannen den Container. Das ist aber schon interessant. RStudio hat unser Test-CD nicht gefunden. Es stellt sich heraus, dass beim Löschen einer Container-Objektzuordnung und einer Volumenzuordnung der Programmalgorithmus keine Informationen über die Festplatte und dementsprechend über die Daten auf der Festplatte zulässt. Die ausgewählte Festplatte enthält keine der unterstützten Dateisysteme oder das Dateisystem ist beschädigt. Wählen Sie im Menü Festplatte den Befehl Scan, um alle Partitionen zu finden, die sich am angegebenen Speicherort der Festplatte befanden. Vielleicht liefert eine gründliche Analyse ein Ergebnis, aber da es länger dauert und eine solche Analyse die Ordner, Struktur, Dateneinnahme und so weiter nicht wiederherstellt, wir werden es nicht tun. Wenn Sie immer noch daran interessiert sind, den Tiefanalyse-Test zu sehen, schreiben Sie darüber in den Kommentar unter dem Video. Entsprechend den Testergebnissen haben wir das erste Programm, das den Test nicht bestanden hat. Fahren wir fort. Schauen wir uns die ASUS-Ergebnisse an. Das Programm sieht unsere Testdiskette. Wir scannen es. Und hier sind die Ergebnisse, 18 Dateien. Trotzdem gelang es ASUS, die verlorenen Daten zu finden. Das Ergebnis ist das gleiche wie im vorherigen Test. Höchstwahrscheinlich verschwendet das Programm beim Scannen der Festplatte eine tiefe Analyse in seinem Algorithmus. Da die Dateien standardmäßig entsprechend ihrem Typ und Ordnern verteilt sind. Eine solche Analyse mit großen Informationsmengen dauert ziemlich lange. Die Ordnerstruktur und die Datennamen gehen verloren, was die Suche nach den erfolgreichen Informationen erschwert.
Wenn das Programm die Aufgabe bewältigt hat, können Sie mit dem endgültigen Test fortfahren. Und der letzte Test. Ich habe bereits erwähnt, dass das APFS-Dateisystem auf der Basis eines Webbaums aufgebaut ist, dem es Zweige gibt, die mit den nächsten Knoten des Baums und so weiter mit den Blättern selbst verknüpft sind. In diesem Test simulieren wir eine Situation, in der einer der Knoten oder allen Knoten gelöscht wird. Jetzt löschen wir die gesamte Baumstruktur und lassen nur die Cluster übrig, die wir benötigen. Heading Partition Recovery. Wir starten unser Programm, öffnen die Festplatte vollständige Analyse, markieren APFS. Das bereits bekannte Ergebnis ist eine Festplatte, 27 Ordner, 130 Dateien. Wir öffnen den Container, die Scheibe, Wie Sie sehen können, sind alle Dateien vorhanden und können angezeigt werden. Sie müssen nur wiederhergestellt werden. RStudio nimmt an diesem Test nicht teil, da es den vorherigen nicht bestanden hat und dieser Test dementsprechend das gleiche negative Ergebnis liefert. ASUS. Wir starten ASUS. Das Programm sieht unsere Testdiskette. Wir scannen sie. Sie sehen das Ergebnis auf dem Bildschirm. Das Programm hat 18 Dateien gefunden. Lassen Sie uns die Ordner durchgehen und sehen, wie die Dinge laufen. Hier sind die Dokumente. Foto, Video, wie in dem vorherigen Test gibt es keine Struktur. Die Namen der Dateien gehen verloren. Es ist unpraktisch, nach verlorenen Informationen zu suchen. Bei einer großen Anzahl von Dateien müssen Sie viel Zeit aufwenden, um sie alle zu schaufeln und die richtigen zu finden. Aber das Programm hat die verlorenen Daten gefunden. Also, was kann man abschließend gesagt werden? Wir haben zwei Programme, die alle Tests bestanden haben und eines, das sich im Ziel ergeben hat. Welches ist besser für Sie zu entscheiden? Ich füge nur Folgendes hinzu. Mit dem Algorithmus unseres Programms können Sie die Ordnerstruktur und die Dateinamen speichern, wodurch Sie die benötigten Daten leichter finden und Zeit sparen. Außerdem kann unser Programm ein Disk-Image für die spätere Wiederherstellung erstellen. Dies ist der Standard für die Arbeit mit ausgefallenen Medien. ASUS bietet diese Option nicht an. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellt eure Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.